heute 4. Advent, das heißt, es ist mal wieder Zeit für Adventure. Heute mit dem Thema Adventures in 3D oder doch lieber im klassischen 2D. Ich habe natürlich wieder ein paar Gameplay-Beispiele vorbereitet und ich muss ganz am Anfang dazu sagen, ich habe erstmal implizit gedacht, ja, Adventures in 3D, das ist scheiße und hier sind die Beispiele, warum. Tja, als erstes hätten wir da Tales of Monkey Island von Telltale entwickelt und sollte den Geist von Monkey Island wieder aufleben lassen, nur leider schlug das mehr als fehl. Der Humor kam nicht an den des Originals heran, die Grafik war natürlich nicht mehr so detailverliebt wie noch die Comic-Grafik aus den ersten drei Teilen. Und die Steuerung war eine mittelschwere Katastrophe, die ein Mix aus Point-and-Click und WASD war. Es zeigt sich hier schon ein erstes Problem mit 3D-Adventures, nämlich die Steuerung ist durch die dritte Dimension ein wenig verkompliziert. Auch die Grafik leidet meist unter dieser Entscheidung, denn man versucht eine Art Comic-Look nachzustellen, der aber in 3D nicht ansatzweise so gut funktioniert wie in 2D. Wow. Ups. Mein zweites Negativbeispiel, was mir direkt als erstes eingefallen ist, wenn ich an 3D-Adventures denke, das war Baphomets Fluch 3, was wirklich schrecklich war, wohlgemerkt im Vergleich zu den ersten beiden Teilen. Die Story war ziemlich flach, die Charaktere genauso wenig entwickelt wie die Story. Und auch wieder hier die Entscheidung zum 3D, die aber den Animationen und Mimiken der Charaktere nicht zugute kam. Alles in allem hinterließ Baphomets Fluch 3 bei mir einen negativen Eindruck und galt damit für mich als Absturz der Serie. Wow! Kommen wir nun aber zu den positiven Beispielen, die mir dann doch noch eingefallen sind bezüglich 3D-Adventures. Und dort haben wir als erstes Black Sails, das Geisterschiff. Ein mehr oder weniger Geheimtipp unter den Adventures, auch in 3D gehalten. Und ich muss sagen, eine wirklich spannende Story, wenn auch sehr kurz, auf jeden Fall empfehlenswert. Und die Entscheidung, das Ganze in 3D zu halten, tut dem Spiel keinen Abbruch. Wirklich gut umgesetzt. Dann hätten wir noch Sam & Max. Ähnlich wie bei Monkey Island wurde dort versucht, von Telltale einen alten Klassiker wieder aufleben zu lassen. Komischerweise funktioniert das bei Sam & Max meiner Meinung nach wesentlich besser als noch bei Monkey Island. Es mag wahrscheinlich an den Charakteren liegen, aber der Comic-Stil kommt in der Grafik wesentlich besser rüber als noch bei Monkey Island und die Steuerung ist wesentlich einfacher gehalten und lässt sich unkomplizierter bedienen. Der Humor kommt auch nicht zu kurz, meiner Meinung nach eine würdige Umsetzung des alten Klassikers. Take that, you law-breaking dairy products! Sam, no! The cheese was innocent! Innocent? I think not. Und zu guter Letzt darf natürlich auf einer Liste für 3D-Adventures ein Kandidat nicht fehlen, und das ist The Walking Dead. Ich glaube, es braucht nicht mehr allzu viel dazu gesagt werden. Dieses Spiel ist einfach nur ein Meisterwerk. Die Season 2 ist vor kurzem erschienen und steht dem ersten Teil in keinster Weise nach. Alles in 3D gehalten, unglaublich atmosphärisch und spannend. Ein unbedingter Tipp für alle Adventure-Fans. Und ein super Beispiel, dass Adventures in 3D funktionieren. Hey! Hey, Officer! Are you alright? I'm still cuffed back here! Ja, das war's auch schon wieder. Ihr seht, Adventures in 3D können funktionieren. Die sichere Variante ist dann wahrscheinlich doch eher das 2D. So, das war's mit der Reihe Adventure. Der 4. Advent ist vorbei und mir bleibt nur noch übrig zu sagen, ich wünsche euch allen einen frohen 4. Advent, ein frohes Fest zu Weihnachten und wahrscheinlich auch schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ciao, ich bin der Dennis von der Wohngemeinschaft. Man sieht sich!